si nejlíbí uši. Thank you.
Ganha peixe. Thank you.
And the winner again is from Russia. Das waren unsere Paare Welthundeausstellung 2012 der Gruppen 3, 7, 8 und 10. Ja, wenn Sie gedacht haben, viele Hunde wurden jetzt hier gezeigt, dann warten Sie auf den nächsten Bewerb, denn jetzt kommt die Zuchtgruppe und zwar nicht weniger als 50 Zuchtgruppen sind hier gemeldet, eine absolute Novität. Wir sind gespannt, wie diese vielen Zuchtgruppen hier bei uns im Ehrenring Platz finden werden, aber wir werden es schon schaffen. Yes, yes, Daniele. The Giudice, Dr. Giulio Mezzecchi from Italy. And then the Border Terriers. Awesome Russell Terrier. The Jack Russells. Hier zwei Zuchtgruppen. The Bedlington Terrier. The Airedale Terrier. Brazilian Terriers. Sky Terrier. Chesky Terrier. Another English Toy Terrier group. Nice to see two different groups because it's a rather rare breed nowadays. Es geht weiter mit den Yorkshire Terriern. Und die machen auch den Abschluss. Der Gruppe von Yorkshire Terriern hat sich noch zugesellt. Aber jetzt ist unsere Gruppe komplett. So, the FCI rule has been changed. And so it's going to be from next year the duty and the responsibility of the breed judge. Und eine Zuchtgruppe der FCI Gruppe 3 hier im Ring vertreten. Auch der, wie schon bei den Gruppen zuvor, wird der Richter wieder einige Finalisten aus dieser großen Gruppe aussuchen. There are four different subgroups of the terriers in the FCI groups, which are the long-legged ones, the short-legged ones, the bull-type ones, and the toy terriers. You can see all four subgroups now, because the Yorkshire Terrier and the English Toy belongs to the toy terriers, the Airedale Terrier belongs to the short-legged. Bitte laufen Sie noch eine. The Brackway, the kleine Münster Lander. Der Kurzhaar bei Barana, auch hier mit einer Zuchtgruppe vertreten. Sogar zwei Zuchtgruppen. The Weimaraner seems to be the most popular breed in this Westminster ring today. Many races and now many breeders groups are participating. As you can see, we already had four and five. And of course then the Dirndl dress, beautiful again. Field Spaniel. Also, the whippets are in one hand. Nice.
hier mehr als eine Zuchtgruppe, die uns vorgeführt wird. And all the groups really pay a lot of attention for the details. You can see the beauty, they appreciate that as well. I thought these beautiful dogs. Eine Zucht von einem Züchter. Es ist ein großes Privileg für den Züchter bei so einer Ausstellung wie der Welt. Deswegen sind die Züchter wirklich sehr bedacht, hier einen guten Auftritt zu haben. Wiederum, auch wie bei den Paaren zuvor, geht es um die Homogenität der Hunderassen. Jeder Züchter versucht eine... Quality groups, nice to look at. Time, the confirmation, the homogeneity is all there. So it's really to split the hair kind of decision. Julio. Das ist eine schwere Entscheidung, eine wirklich sehr, sehr große Gruppe der Semifinalisten. Aber ich bin davon überzeugt, Herr Dr. Bezzecchi aus Italien wird eine weise Entscheidung. First the Yorkshire Terriers and the American Cockers. And now the real final. It's very nice to hear a real emotional reaction. Keep doing this. And the rest. So the excitement will continue because we are going to have four FCI groups today, groups 3, 7, 8 and 10. First, we always will have the junior groups, which means we will see the best. The adult terriers. The two junior Brazilian Terriers. The Czech Russell Terrier. The Australian Terriers. Followed by the Norwich Terriers. The Norfolk Terrier. One of the most popular breed, the West Highland White, the Scottish Terrier. The Crown Terrier. The Stillingham. And the Dandy Dinmont Terrier. Gefolgt vom English Point Terrier. Australian Silky Terrier. Dieser Terrier es sein wird. Ich möchte auch noch vorausschicken, wir haben hier die Jugendbesten, danach sind wir die Rassebesten. Es kann vorkommen, dass Sie den einen oder anderen Hund, den Sie hier jetzt in der Jugend sehen, auch bei den Rassebesten sehen, denn die Jugendbesten können auch die Rassebesten machen. Mr. Carrier-Win chooses both of the Kerry Blue Terriers, the male and the female. Plätze platzieren. Third place, Dieter Platz, is the Bedlington Terrier. Wird heute der Scottish Terrier. Ihre Hunde präsentiert haben. Sie haben heute entirely international competition today. Russian winner
Ukrainian second. Der Border Terrier. The best of breed Welsh Terrier. Der Parson Russell Terrier. The Manchester Terrier. Der Fox Terrier, Gatta. Follow. Es geht weiter mit dem Lincoln Terrier. Der Erwin Terrier ist auch wieder mit dabei. The Brazilian Terrier. Der Jack Russell Rauha. The Australian Terrier. Terrier. Followed by the Norfolk Terrier. Es geht weiter mit dem. And then the West Highland Terrier. The Sealyham Terrier. Der Chesky Terrier. The Australian Silky Terrier. Ja. And last but not least, the Yorkshire Terrier. Die FC Gruppe 3, die Gruppe der Terrier, umfasst rund 30 verschiedene Rassen. Wir haben es vorher schon gehört. Die bullenartigen Terrier, die Hochläufer, die Niederläufer und die Toys. Die meisten von ihnen wurden ursprünglich für raues Haar einsetzt. And then the Scottish Terrier. And it's has a real fan club of the Skye Terrier. And again, last but by no any means not least. Verlassen. Ja, wie gesagt. And now let's see again the world's sixth best terrier today. The American Staffordshire. Power and elegance. Alte Kraft getan mit Eleganz. Kerry Blue Terrier. And of course you can see the final color what we mentioned in the junior competition. That's the color they can reach when they are over 2 years old of age. Rauha. Hier auch bei der Gangwerkskontrolle mit seinem typischen Bart und seiner wirklich äußerst typischen Haarpracht. Auch hier können Sie wie beim Kerry Blue Terrier dieses raumgreifende Gangwerk beobachten. But of course there are a lot of work behind this beautiful coat, so perfectly presented. Beautifully groomed. Ja, aus Schottland, dieser Haarfarbe kennen in Weizenfarben, aber ganz typisch natürlich das schwarze Haarkleid. Viele von Ihnen kennen vielleicht diese Hunderasse auch von Black and White Whiskey, wo er gemeinsam mit einem West Highland White Terrier abgebildet ist, also ein kleiner Nationalhund der Schotten. So elegance and cobbiness, those are the key words in this breed in the Scottish Terrier. And of course, dozens of different very important details also included. So it must be exceptional winning Mr. Breed at this very large bird dog show. Skye Terrier, again in lookout, is harsh and weather resistant, which is a very important detail of this breed. Yeah, for the Skye, should have, must have a gold tan color head. Not only the muzzle, but the whole head has to be very rich gold color, and the body has a steel blue color.
Third place, dritter Platz, is the Yorkshire Terrier. Zweiter wird heute der Kerry Blue Terrier. Sunday night for the bestial title is the American Staffordshire. Und der Sieg geht nach Kroatien. Oh, von Thailand eine weite Reise auf sich genommen, der Herr mit dem Yorkshire Terrier. Den American Staffordshire Terrier, den werden wir am Sonntag hier bei uns im Ehrenring noch einmal.